Die Stadt Reutlingen hat sich nun offiziell der Potsdamer Erklärung angeschlossen und wird somit Teil des Bündnisses Städte sicherer Häfen. Oberbürgermeister Thomas Keck hat die entsprechende Erklärung in den letzten Tagen unterzeichnet. Bereits im Frühjahr hatte die Mehrheit des örtlichen Gemeinderats dem Antrag der Grünen und Unabhängigen, der SPD und linken Liste zugestimmt, Menschen, die im Mittelmeer in Seenot geraten sind, aufzunehmen. Keck erklärte, er sehe die Aufnahme der in Not geratenen als seine persönliche Christenpflicht an. In der Potsdamer Erklärung wird auch die Bundesregierung dazu aufgefordert, die sicheren Häfen zu unterstützen.